Hallo und herzlich willkommen zurück zu Luigi's Mansion 3. Jetzt auf dem Weg in die Läden. Letzte Folge war ziemlich erfolgreich. Wir haben Luigi bekommen und haben schon mal in der Lobby, im Keller und ja, in den VIP-Räumen alle Edelsteine eingesammelt oder Juwelen. Und jetzt geht's zu den Läden. Okay. Machen wir uns gleich erstmal ein Geheimnis. So, und auch hier werden wir gleich mal alle Juwelen komplettieren. Sind auch nicht so schwer. Ist aber so, die meisten Juwelen kriegt man auf jeden Fall eh schon mal allein durchs Level durchlaufen. So, hier links, da ist noch zu. Ich würde gerne mal zeigen. Da geht nichts. Und sie logischer Weg, wir brauchen Schlüssel, klar. Und gehen wir hier schön nach rechts rüber. Gehen wir kurz ans Telefon. Ist vielleicht jemand da? Nein, heute nicht. Okay. Not to die. So, dann erstmal aufs Klöchen. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, Pipi. In der Hose. Hat Spaß, Baller. Machen wir erstmal hier das sichtbar. Brauchen wir auch gleich. Was soll ich sagen? Was auch immer leuchtet. Es ist der Schlüssel. Wenn... Nehmen wir jetzt einfach mal aus dem Klo raus. Na gut. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sonne. Geisterattrappe. Und nichts bringt. Ach, Geld bringt sie mir. Sehr gut. Nur die Abdeckung noch weg. Aber ich glaube, ich muss erstmal hier durch das Abflussrohr. Das andere ist gleich bloß interessant, um dann wieder zurückzukommen. Und schub. Beziehungsweise, warte mal, was für mich. Lass mal ein. Ach, geil. Ja, komm her, Geld. Das war ein Abstein. Da ist schon ein XD. Oder ist schon ein Edelstein? Wir haben ja noch gar keinen. So, sehr gut. Der klopft, dass sie. Klatscht er selber in die Hände, der Fluchi. Sehr gut. Ah, ne, ich brauch dich doch noch, Kollege. Joppa. So, holen wir uns erstmal den Edelstein ab. Nummer 1 für heute. Yes, sir. Sehr gut. Da geht nichts. Okay. Bisschen Geld. Guti. Jetzt können wir auf jeden Fall mal zurück. Wo ist die Tür? Da. Ist ja am Boden auch schön gekennzeichnet, aber ich sehe es natürlich nicht. So. Genau. So, machen wir auf hier. Ah, passend, er passt. Drehtür, nice, rein da. Na super.
Der Kaufhausdetektiv, er ist da. So, ja, jetzt sind wir in Läden drin. Bisschen ruhig hier. Aber okay, jetzt holen wir uns erstmal, hätte ich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich da schon rankomme. Wie komme ich da mit Luigi durch? Das kommt wahrscheinlich jetzt später lang. Ah, ich komme. Ah, ne, ich komme aber nicht weiter, weil. Wasser, oh oh. Na gut, dann holen wir uns erstmal einen von den Diamanten. Ja, habe ich gerade gesehen, da ist der Kaufhausdetektiv. Liebe Geister. So. Sehr gut. Erstmal hier rein. Ich sag, in die Läden schauen wir gleich, keine Sorge. Ich hole jetzt erstmal hier. Nächsten Edelstein, Juwel, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, geht, nerv nicht. Schon gesehen, was hier abgeht, also tun wir nicht so. Ach ja, was Luigi auch nicht kann, ist Leitern hoch und runter rennen. Weil er würde ja theoretisch durchrutschen. So, jetzt haben wir schon mal zwei Edelsteine, oder? Ja. Zwei. Sehr schön. Genau, und viele, wie gesagt, und ein Großteil der Edelsteine kriegt man auch so nebenbei. Wenn man einfach die Gegend ein bisschen erkundet, sich schlau macht. So. Jetzt holen wir uns mal hier den Karo-Schlüssel. Weil ja, jeder Laden ist nach Mustern von Spielkarten aufgebaut. Ich weiß nicht, ob da noch mal was rauskommt. Bah. Ach, shit. Ja, noch ein Steinchen. Sehr gut. Dann haben wir schon mal die Hälfte. Sehr, sehr gut. Und dann können wir unseren Free Candy Automaten hier endgültig zerstören und einen Apfel essen. So. Jetzt können wir mal reingucken, was beim Detektiv abgeht. Oh, ein Spitzhegott, das ist süß. Dann sind Joker-Zähne. Ah! So, Cargo brauchen wir. Das ist Peak. Nein, Luigi. Aber das sieht schon gut aus. Oh yeah. Ich hoffe, dass Luigi sich schon als nützlich erwiesen hat. Luigi, ja, mehr als. Vergiss nicht, dass er sich durch ganz enge Lücken quetschen kann. Nur Mut, du musst keine Angst davor haben, ihn einzusetzen. Gut, jetzt muss ich mal kurz was schauen. Gut, ich muss warten, bis das Gitter hier aufgeht. Norm, seht ihr da noch? So, erstmal hier. Luigi, der Träger des Kabelschlüssels. Machen wir erstmal hier groben Diebstahl. Uhren, ja. Da ist noch ein Stein, sehe ich gerade. Komm schon. Sehr gut, Nummer 4. Nice. Hüte, warum nicht? Also hier ist jetzt wirklich, ist schon sehr kriminell, ne? Was wir hier machen.
Oh ja. Gut. Sag kurz die Kasse plündern. Ach stimmt, der Geist fehlt uns dann noch, ne? Mittelsteingeist. Das lügt halt Luigi nicht. Ah, da hat sogar ein G oben drauf fürs englische Guichi. Ja, nice. Na super. Das Schöne ist, dass Guichi, oder Fluichi, genau die gleichen Moves drauf hat. Und dadurch wird es hier erst ein bisschen ruhiger. Nicht ganz so flexibel. Gut, sonst ist das unfair. Sonst können sie sich halt wirklich durch die Gegend hier tricksen mit ihm. Und da er halt auch nicht sterben kann in dem Sinne. Ne? So, was haben wir jetzt? Ein Herzschlüssel. Da müssen wir gar noch eben machen. Ne, eins runter müssen wir. So, Schlüssel müssen wir trotzdem noch einsammeln. Als Luigi. So, Herzchen ist rechts. Sehr gut. Ja, du hast den Schlüssel. Ist verstanden. So. Oh, Abteilung. Damenmode. Das machen wir gleich hier. Komm schon. So. Ah, schöne Hugo Boss. Anzüge hier, ne? Und... welche Tiffany Mäntel, ja klar doch. Hier. Kleid von McQueen oder wie das heißt. Ich kenne mir die ganzen Luxusmarken nicht aus, aber ein paar Sachen kriegt man immer mit von dem ganzen Promi-Scheiß. Deswegen. Ist mir das wurscht, was die Stars tragen. Sollen eine vernünftige Arbeit machen mit ihrer Kunst? Oder ihren Produkten und Gutes? Hallöchen! Süßer! Lass doch. Jetzt komm her. Ja, und zack! Das war's auch schon wieder. Der einzige Gegner hier. Okay. Aber. Da versteckt sich da hinten noch was. Oh ja. Das war hier drin. Oh, wo? Ach so, er hat Münzen raus. Sehr gut. Gute Mann. Das Ganze kommt weg aus Schleim. Ah, Luca Secret Door. Aber gehen wir gleich rein. Jetzt holen wir uns erstmal noch Schlüssel Nummer 3. Der Peak-Schlüssel, sehr gut. Oben rechts wartet er auf uns. Ach nö. Ah, warte mal. Komm. Sehr schön. Give me all your money. Kleine. Oh, viele kleine. Aber wir sind gleich gefangen. Das Coole an denen, dass er die bis Armblitzen braucht. Und schon war's das. Nice, nice, nice. Und wir haben jede Menge Zeug bekommen. Was ging gerade beim Ding ab, beim Spiel? Nix. Okay, schade. Gut, holen wir uns erstmal den Schlüssel wieder. Oh.
Und dann hier mal rein in den Tisch. Alles klump. Braucht kein Mensch hier. Zack. So. Deswegen nehme ich es mit. Der Teppich, der hat keinen Bock, der bleibt da. Okay, hat sie verkantet. Na gut. Nur noch ein Edelstein. Ah, okay. Gut. Echt schon 5. Wow. Das geht schnell, ne? So, Peak. Ist eins da oben. Ist er hier? Haha. Die Stühle waren vorne aber nicht so, oder? Kollege. Jetzt ja ordentlich muss sein. Am Boden müssen die liegen, verdammt. Jetzt mal einen Souvenirshop noch ausräumen. Weil die Sachen, die hier sind, echt cool. Also einen Wuhu-Rucksack hätte ich schon gern. Ach so, seid ihr drauf. Ja, okay, von mir aus. So will man auch Kassendiebstähle, ne? Indem man einfach die Kasse unsichtbar macht. Dann sieht so, verdammt. Sieht aus wie eine Kasse, aber ich sehe nur die Umrisse. Ich kann sie nicht aus. Oh, na gut, hier sieht man sie ja gar nicht. Postkarten, jo. Ja. Muss ich meine Mama schreiben. Liebste Mama, ich bin hier im Hui-Hotel. Hier ist ein bisschen gruselig, aber sonst ganz cool. König Buhu Pantoffeln, Alter. Mario hat seine Pantoffeln, König Buhu, nur Luigi nicht. So, ein Peach hat sich einen Schreibblock. Luigi hat was? Oh gut, er hat einen Koffer. Mit seinem Zeug drauf. Na, keine Mäuse. Ha, sehr schön. Und da sieht man es gerade oben links. Luigi hat sich regeneriert. Ein Treffer der Goldmeise. Das ist einfach dumm, sehr schön. Dann lassen wir hier rein. Sehr schön. Und ein Kaffee kommt raus. Sehr gut. Kaffeedampfer, dass man die Maschine gereinigt von mir aus. Bin ja kein Kaffeetrinker, deswegen kenne ich mich nicht aus, was bei den Maschinen basiert. So, ist doch hier noch ein bisschen Essen und Trinken abstauben. Komm schon. Zack, so. Ha, ein Geldgeist. Bleib da. Seid die Geister, die ich rief. Für meinen schrecklichen Kaufstand. Ja, die beste Taktik für die Geldgeister ist eigentlich in die Richtung schießen, wo sie abgehauen sind. Weil sie kommen halt schnurzstracks auf euch zu. Wenn ihr mal stehen bleibt und zack. Ist kein Thema. Weil wenn ihr das dritte Mal verkackt habt, sind sie weg. Also ich habe 3 Versuche, wenn ihr die ausnutzt, alles gut. Aber mir ist der hier zum Beispiel bei meinem Stream-Durchlauf verloren gegangen. Ist auch halb so wild. Weil das verhältnismäßig wurscht ist. Ja, aber trotzdem, ne? So. Okay, das war einfach. Oh yeah. Ist da draußen Luigi rum? Ja, der freut sich halt mit, ne? Sehr gut. Der Schlüssel. Nice, nice, nice. Was ist denn das für ein Schlüsselsystem? Ein Laden hat einen Schlüssel vom anderen Laden? Keinen Sinn, aber okay. Du denkst, du bist cool, weil du eine schöne Ray-Ban hast. Soll ich die Ray-Ban halt weg? Und schon? Hast du bloß mal ein Kassengestell nötig, Kollege?
Problem ist halt mit der Brille. Wenn sie die aufhaben. Hallo. Okay, jetzt muss ich mal kurz zu Luigi wechseln. Auch komisch. Hallo. Das soll mit Luigi gehen, ne? Gut, jetzt muss ich mal kurz warten. Oh, ist Streit, hä? Kannst du haben hier? Nimm die Tageseinnahmen. Aber gib mal Ruhe. Yeah, yeah. Sehr gut. Okay, jetzt müssen wir nach unten links. Und dann ist alles safe. Strom scheint zu gehen. Auch wenn der eine dreckig lacht. Mal gucken. Ah, ne, warte mal. Genau, so müssen wir hier die Dinger aufmachen. Jetzt! Hä? Ah, jetzt! Hätte ich den Fehler gemacht, mit dem zu korrigieren? So! Okay, Geisterscheren haben keinen Bock mehr. Schade, ich wollte mir echt eine geistreiche Frisur machen lassen. Schenkelklöpfele. Ich weiß. Schöne Schnurrbärte. Oh, kleiner, heimeliger Friseur. Hm? Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Das wollte ich eigentlich. So, sehr schön. Wenn sich alle Spinnen, die ich so im Haushalt hätte, Geld auflösen würden. Ah, ich hätte echt kein Geldproblem mehr. Da wo ich wohne, so fast auf dem Land, sind halt Spinnen jetzt nichts Außergewöhnliches, sagen wir es mal so. Da ist er, der Hauptschlüssel, der Sternenschlüssel für die Wache. Oh, was ein Fiesling. Na gut, aber wir haben den Schlüssel. Das ist wichtig. Aber was zum... Ja gut. Ah, schneller, Luigi. Schneller! Lau! Aua. Neuer Gegnertyp, schön. Aua. Eingefügt hier. Der Krawallmacher, aber auch er. Kann uns nichts entgegensetzen, auch wenn er mehr aushält. Einfach blenden. Nix. So, zack und zack und noch einmal. Haha. Ja. So stellt man einen Gegnertyp für. Das war ein ganz schön aggressiver Geist, nicht wahr? Ich bin überrascht, dass es dir gelungen ist, ihn anzufangen. Das wird mich definitiv in meiner Forschung voranbringen. Also mach weiter so, ja? Ja. Deiner Forschung, die ich hier wirklich betreibe. Gut. Auf zu Kaufhaus Cup. Ist immer noch nicht offen hier. Ah, oh, jetzt ja. Ne, vorhin ging es noch nicht, ne? Aber jetzt holen wir uns erstmal den letzten Stein. Aber hier bitte bestätigen.
Sind wir nicht hier oben? Ja, oh ja. Na hier. Ist doch eine Truhe. Und das ist, glaube ich, der erste Abschnitt, wo wir jetzt keinen Geist haben, ne? Der uns einen Stein gibt. So. Könnten durchs Loch auch wieder zurückfallen, aber müssen eh wieder hoch. Das, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass man hier bestätigen muss, durchzukommen. Aber wahrscheinlich ist da eine Tür. Naja. So. Auf jetzt zum Wachmann, weil ich muss ihm echt sagen, hier stimmt was nicht im Kopf, oder? Fliegende Scheren, irgendwelche Rüpel. Nicht gut. Nicht gut. Hi. Aua. Kugelfisch. Luigi, du bist dran. Aua. Ich will die Sonnenbrille abnehmen. Jetzt aber. Dann hätte es gekriegt für Luigi, weil er eine Wasserpistole hat. Mal schauen. Die Brille gerade. Ich weiß nicht, ob ihr die seht. Das ist eine. Also eine. Na, jetzt sieht man sie ganz gut. Schnurrbart. Dicke Nase, Brille. Ja. Komm her, komm raus. Ah, ist okay. Das erste Mal das Luigi. Ah, hat die Brille schon gar nicht mehr. Stimmt ja. Das hat seine normale wieder aufgesetzt. Hallo. Rampenangriffe. Weniger Downards. Er hat immer so eine Brille. Jetzt aber. Kollege. Das kann ich den ganzen Tag machen. Du so? Das ist nicht sehr ausdauernd zu sein. Das ist eine Starbrille. Also eine Sternbrille. Dann wird wahrscheinlich ein Star sein. Großer Traum ist, Kevin James Stunt-Double zu sein in der Kaufhaus Cop 3, wenn der Film irgendwann mal kommt. Und da haben wir ihn doch! Ja, dich hol ich an der Wampe fest, aber ich saug dich ein. Bing! Sehr schön! Auf so ein Stockwerken! Ha! Kann man ein bisschen flexen, oder? So, nur noch zwei. Hm? I did it. You did it. Genau. Dann muss ich hier durch, zack. Okay, das Ding nochmal. Jetzt haben wir es nochmal offiziell als Luigi bekommen. Hier nochmal ein bisschen die Habseligkeiten des Wachmanns aus. Rauben. Und scheint das nächste Mal nur am zweiten Stock weiterzugehen. Schauen wir mal, ob das hier noch alles so ist. Und das Auto nehmen wir mit. Der kann er wenigstens in seinem Container ein bisschen spielen, ne? Wollen ja jetzt kein gemeiner Gemeinling sein. So. Cool. Haben wir das Stockwerk auch komplett abgeschlossen, ne? Alle Juwelen. Sehr schön. Sehr gut. Juwelen, alle Gegner besiegt. Den Geldgeist eingesammelt da hinten aus dem Kühlschrank. Cool. Sehr erfolgreiche Folge. Nächste Folge, die könnte sogar schon, glaube ich, schon ein bisschen länger werden. Weil ist halt so. Aber gut. Ich will bloß hier den Speicher voll aktivieren.
Für die nächste Folge. Jetzt gehen wir erstmal in den Aufzug, schauen uns noch was an. Und zwar, wie man die Lampe einsetzt. Die Lampe ist ja schon den Knopf. Ich muss mal kurz an der Tür speichern, also da keine Sorge. Wie wird jetzt eigentlich hier gespeichert? Ich habe keine Ahnung. Wobei, ein zweiter Stockwerk kann man ja eigentlich schon fahren. Das ist jetzt nichts, was man nicht schon zum Teil kennt. Luigi, du kannst jetzt mit dem Aufzug direkt zur E2 fahren. Ich würde sagen, dass du das direkt mal ausprobieren solltest. Dann machen wir das auch noch. Gastronomie-Unterhaltung. Okay. Machen wir das auch noch. Bevor die Folge endet. Ja, und sonst so. Mir gefällt das Display bisher. Jetzt haben wir jetzt 5 Teile. 5 Folgen. Genau, das sind so Pinscher. Poltergeist Pinscher. Okidoki. Dokioki. Komm ich aber nicht ran, oder? Oh doch. Ach, wir kommen da rein. Zack und puff. Alter Käse. Okay, immer dem Hundi hinterher. Aber erst in der nächsten Folge. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch heute gefallen. Wie gesagt, war sehr gut, indem wir die Läden komplett abgeschlossen haben, soweit. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Servus und fertig, Geisterjäger.